Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch- und Backstudio. Ja, heute möchte ich Suppen machen. Und zwar mache ich zwei Suppen. Meine Frau wollte gerne eine Suppe haben und da habe ich überlegt, ja, was machst du für eine Suppe? Und da meine Frau gern Linsensuppe isst und ich mag absolut keine Linsensuppe, mache ich also zwei Suppen. Für meine Frau eine Linsensuppe. Und ich mache mir eine Tomaten-Bohnensuppe. Und alles, was ich dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. So, was muss ich als allererstes? Fangen wir an mit der Linsensuppe für meine Frau. Ich brauche hier 1,2 Liter Wasser. Dann habe ich hier 300 Gramm rote Linsen. Warum rote Linsen? Die brauche ich nicht einzulegen. Die kann ich direkt so ins Wasser tun. Dann habe ich hier noch Wiener Würstchen. Dann brauche ich ein bisschen Gemüsebrühe. Dann habe ich hier zwei Möhren. Einmal die Möhre in der Hälfte durchgeschnitten und dann in kleinen Scheiben geschnitten. Dann brauche ich etwa 2 Esslöffel Butter, Pfeffer und Salz, eine Zwiebel gewürfelt und einmal eine Stange Porree gewürfelt. Ja, und für meine Suppe, die Tomaten-Bohnensuppe, brauche ich 1 Liter Wasser. Dann habe ich hier eine Dose weiße Bohnen. Dann habe ich hier einmal eine Dose Prinzessbohnen. Dann brauche ich eine Dose gehackte Tomaten. Eine Zwiebel gewürfelt. 2 Möhren in Scheiben geschnitten. Und eine Stange Porree. So, wir fangen als erstes mit der Linsensuppe an und da geben wir etwa 2 Esslöffel Butter rein. Ach komm, können wir noch ein bisschen mehr rein tun. So, und lassen wir schmelzen. Und in meiner Tomaten-Bohnensuppe geben wir ein bisschen Öl rein. So. Und jetzt geben wir hier jetzt gleich, wenn die Butter geschmolzen ist, das ganze Gemüse rein. So. Geben wir hier die Zwiebeln rein. Oh je, yeah. Den Porree rein. Und die Möhren dazu und dünsten das schön an. So, und bei mir ist genau dasselbe. Kommen auch die Möhren rein, die Zwiebeln rein. Und der Porree rein. Und dünsten das auch an. So, wenn wir jetzt beides schön
angedünstet haben, löschen wir das jetzt mit Wasser ab. In der Linsensuppe kommen 1,2 Liter rein. Und in der Tomaten-Bohnensuppe kommt 1 Liter Wasser rein. So, alles drin. Und das lassen wir jetzt mal aufkochen. Und hier in der Linsensuppe kommen auch jetzt direkt die 300 Gramm rote Linse rein. So, und während hier die Linsensuppe aufkocht, gehen wir hin und schneiden uns schon mal die Würstchen. Einfach ein Messer und dann einfach wahllos in eine Schüssel reinschneiden. So, jetzt haben wir uns die Würstchen in Scheiben geschnitten. Die stellen wir zur Seite. So, und während unsere Suppe jetzt langsam anfängt, da leicht zu köcheln, geben wir schon mal die Tomaten rein. Eine Dose gestückelte Tomaten. Und dann geben wir noch einen Esslöffel Gemüsebrühe hierbei. Umrühren. Und dann geben wir auch schon hier die ganzen Bohnen mit rein. Da können die auch richtig schön durchziehen. Und das lassen wir jetzt richtig schön langsam vor sich hinziehen. So, und ich habe gerade noch was gefunden hier für meine Bohnensuppe. Ich habe hier noch dicke weiße Riesenbohnen gefunden. Die gehen wir auch mit rein. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen nachher. Lassen wir jetzt schön ziehen. Und jetzt könnt ihr ja auch sehen an den roten Linsen, dass die sich langsam öffnen und alles. Weil die anderen Linsen, die musst du vorher noch stundenlang einweichen. Hier, die brauchst du nicht einzuweichen, die roten Linsen. Jetzt drücken wir mal die Hitze runter. Jetzt schmeckt man die Linsensuppe mit Pfeffer und Salz. Und eine Prise Zucker.
jetzt geben wir auch die Würstchen dabei. Da können wir auch ein bisschen Pfeffer und Salz dran geben. So, meine beiden Suppen sind fertig. Wir können anrichten. Ich fange als erstes mit meiner Tomaten-Bohnensuppe an. So sieht meine Tomaten-Bohnensuppe aus. Möhren sind noch schön knackig. Die Bohnen sind auch schön knackig. Die Würzung ist auch okay. Super. So, und jetzt machen wir die Linsensuppe. Muss ich ja ausprobieren. So. So. Und so sieht eine schnelle Linsensuppe aus. Ich weiß nicht, wie die Linsensuppe schmeckt. Also, tut mir leid, Leute. Ich mag keine Linsensuppe. Also, man kann sie essen, aber Freunde werden wir nicht. Ja, Linsensuppe für meine Frau, die andere Suppe für mich. Wenn euch ein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Rezept oder Rezepte setze ich euch in die Infobox. Und schaut doch mal hier meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike. Und abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos.